Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4 an die Arbeit. Im letzten Part, ja, da war hier so einiges los. Wir haben uns ein bisschen um die Jobs der Herren gekümmert. Also, Steffen hat sich für die Technik-Guru-Karriere entschieden und Stefan ist zu den Geheimagenten gegangen. Hat auch direkt, glaube ich, oben am Computer schon seine Daten durchsucht, insofern alles Paletti. Ja, aber dazwischen gab es ein bisschen Zoff. Also eigentlich sind sie ja alle ganz glücklich und zufrieden. Aber nee, es gab Eifersuchtsszenen hier. Jeder war mal irgendwie traurig, obwohl sie gar nichts miteinander am Hut hatten. Vor allem die Herren sind hier irgendwie eifersuchtsbefallen und Fiona ist auch ziemlich traurig und war am Heulen. Die einzige, der es eigentlich gut ging, war Donika. Ja, dann ist noch der Fernseher kaputt gegangen. Ich glaube, Kira hat den kaputt gemacht. Ach, hier oben steht auch noch ein Teller. Wie schön. Kann ich den irgendwie mal hier runter tun? Da vielleicht hin? Ja, danke. Und ja, ich musste die Leute dann ins Bett stecken. Das hat alles ein bisschen länger gedauert. Deswegen war der Part auch so ewig lang. Gut, alle liegen im Bett, soweit zumindest, bis auf Tobias. Der sitzt noch hier und futtert gerade und ja, den lassen wir mal was essen. Die Eltern haben die jungen Leute noch nicht so ganz kennengelernt, aber das wird schon noch. Du darfst essen, ne? Guten Appetit. Ja, und ich habe festgestellt, in 2 Tagen oder so haben die Erwachsenen hier, also die Eltern, auch schon Geburtstag und werden zu Senioren. Und ich bin am Überlegen, ob wir hier für ganz klare Fronten sorgen. Also, die haben ja dauernd Angst, dass die Beziehungen in die Brüche gehen. Stefan war nachher so traurig, dass er irgendwie beim Sex schlechte Leistung gebracht hat. Im Elternbett natürlich wieder. Die gehen nicht in die Betten, wo sie hin sollen. Warte. Kannst du bitte noch schnell aufräumen? Ich hoffe, du räumst dann alles auf und nicht wieder nur das. Weil hier ist auch noch was. Und das kannst du auch aufräumen, bitte. Und dann kannst du ins Bett. Ich bin sonst, ja. Und Fiona darf dann am nächsten Tag erstmal hier ein paar Reparaturen durchführen. Also zumindest die eine da vom Fernseher. Also es wird interessant, weil wenn die beiden Pärchen da miteinander nicht können, muss ich mir irgendwann was einfallen lassen. Und das wäre natürlich irgendwo traurig, weil ich finde die beiden total süß. Aber wenn die dauernd sich gegenseitig anflirten. Wie gesagt, ich habe ja den Verdacht, dass da Steffen dahinter steckt, der irgendwie ein Auge auf Donika geworfen hatte und scheinbar schon ein Liebeskummer hatte, weil Donika sich mehr für Stefan interessiert hatte. Und das hatte man ja bei der Verabredung von Fiona und Steffen gemerkt. Kann natürlich schon sein, dass da einer jetzt ein bisschen am Querschießen ist, weil er mit der Wahl, die ich für ihn getroffen habe, nicht so zufrieden ist. Dann hat er irgendwann Pech gehabt, muss ich mal ganz ehrlich gestehen, weil ich kann hier nicht auf alles und jeden Rücksicht nehmen. Ne? Deswegen habe ich ja auch gesagt, die Familienplanung hat erstmal Donika, weil da mit ihr und Stefan, das passt einfach wie Faust aufs Auge, Deckel auf Topf und was einem sonst noch so an Vergleichen einfallen würde. So, wir haben noch Wochenende, es ist Sonntag früh, also wir können noch mal einen Tag voll und ganz genießen und Fiona ist schon wieder traurig. Was ist los? Was hast du denn? Immer noch Eifersucht, scheidende Liebe, ja? Also, sie hat Angst um ihre Liebe. Ja gut, sie ist ja eh ein leicht gebranntes Kind, was den Lukas betrifft, wobei er hat sie ja nicht betrogen gehabt. Also das muss man ihm auch mal lassen, ne? So, was willst du denn? Mit Steffen verloben, Buch zu Ende lesen. Hast du noch ein Buch zum Lesen? Könntest du das gerade machen? Warte mal, du hattest hier irgendwas. Gott, ich habe hier noch haufenweise Dinger. Ach Mann, diese... Weißt du was, da sind doch eh nur diese blöden Figürchen drin. Schmeiß doch mal die Dinger weg, das ist so uninteressant. Ja genau, die Gottesanbeterin-Dings. Lest das doch mal. So, dann kannst du lesen, dann erfülle ich dir da den Wunsch. Kannst auch gern im Bett lesen, habe ich kein Problem damit. Du kannst dich aber auch aufs Sofa setzen. So. Ja, komm. Also, da liegt dein Schatzi neben dir. Ist alles in Ordnung? Der tut nichts. Ist doch der Richtige, oder? Wer liegt denn da jetzt? Steffen. Ja. Also, alles kein Thema. Wer ist denn jetzt rausgerannt? Auch Kira.
Kira geht an den Müll und braucht wieder Spaß. Was willst du etwas lesen? Nee, lass mal kurz. Die Poollampe brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Muss sie heute arbeiten? Das ist mal eine Frage. In 5 Stunden schon wieder. Och, das gibt's doch nicht. Apropos arbeiten. Wie sieht's denn mit dem Bestreben aus? Moment. 10 Bücher veröffentlichen. 5 ausgezeichnete Bücher schreiben. Haben wir denn überhaupt schon ein Buch veröffentlicht? Moment, du bist doch gerade in der Nähe vom Briefkasten. Wo will ich denn hin? An Verlag verkaufen. Ja klar, mach doch mal. Ach Gott, guck du mal. Wir haben so viele Bücher im Dings. Das ist ja Wahnsinn, ey. Ja, also dann fangen wir doch mal an oben. Große Geschichten für kleine Erwachsene. Ja, einmal. Und ich weiß, ich kann mal mehrfach an den Verlag verkaufen. Gucken wir gleich mal. Hallo, wer joggt da? Hey Kira, hier ist der Briefkasten. Wo rennst du denn jetzt hin? Ich bin ein bisschen irritiert, was sie da macht. Hast du die Bücher ins Regal geräumt? Na gut. Oh, da ist noch jemand wach geworden. Warte mal kurz. Tonika ist auch wach. Und Tonika will was? Oh, was willst du? Speck, Salat, Tomaten-Sandwich. Ja, mach aber bitte eine... Mach doch bitte aber dann eine Dingsgröße. Wo ist das mit dem Speck, Tomaten, Salat? Speck, Salat, Tomaten-Sandwich. Da steht jetzt nicht, das ist wahrscheinlich nicht das für Vegetarier. Da wäre für Vegetarier geeignetes. Wir haben einen Vegetarier im Haus. Dann mach doch mal sowas. Dann haben wir für den wenigstens auch was zu futtern. Mach gleich mal Familiengröße, komm. Das müsste erstmal ausreichen. So, du bist auch wach? Hallo? Ja, Moment. Wartet mal kurz. Ich muss gucken, was wollen die denn jetzt alle? Ah, du bist wach. Du bist wach. Das ist schön und dann kannst du sie doch mal trösten hier. Komm, munter sie doch mal auf. Kannst du sie irgendwie aufmuntern? Keine Bewunderung ausdrücken schon mal irgendwie. Versuchen aufzumuntern, da haben wir es doch, genau. Und dann kannst du ihr die Vorteile vom Vegetarien-Dingsbums anpreisen. So, da hast du zu tun. Ich wollte gucken, kannst du jetzt da noch, was ist das? Problemscheune, die interessiert mich, nee. Kannst du jetzt nochmal an Verlag verkaufen? Okay, Gedichte lieber als Bäume. Dann verkäufst du bitte Lügen meines Deutschlehrers, jawohl. Dann verkäufst du bitte Airbags für das Herz, okay. Was haben wir noch? Köpfchen statt Haue. Was haben wir noch? Wieso haben wir Airbags fürs Herz zweimal? Ich habe zweimal ein Romantikbuch geschrieben. Okay. Ja. Nee, einmal reicht aber dann eigentlich, ne? Aber das ist ausgezeichnet und das ist auch ausgezeichnet. Ja, dann ist ja gut. Okay, dann war's das. Kannst du mal machen. Und dann brauchst du Spaß. Wie wär's denn? Ist das dein Bild? Ja, komm. Dann malst du mal wieder ein bisschen was. Die Problemscheune packe ich dir weg. Die kann hier ins Regal rein, da. So. Gut. Gut. Du bist am Kochen, alles Paletti, gut. Und du lässt dich trösten mal. Hallo, komm, hör mal auf zu lesen. Dein Typ will dich trösten. Ja. Habe ich das jetzt mit dem Ver... Larkin. Erzählst du gerade was vom Vegetar... Ah, nee, er muntert sie auf, okay. Und, Bewunderung ausdrücken. Zuneigung ausdrücken. Und Wange streicheln. Und ja, das mit dem Vegetarismus wolltest du noch machen. Ja.
Kommt euch wieder, habt euch wieder lieb, ja? Bitte. Ja, Lektion vegetarisch. Steffen ernährt sich vegetarisch. Vegetarische Sims essen keine Gerichte mit Hähnchen, Rind, Fisch, Warte, und so weiter. Wenn sie fleischhaltige Speisen essen, können sie krank werden, ja. Na, hat das jetzt geklappt? Das ist doch schön. Nach ihrem Tag fragen. Kannst du machen. Wo will denn die liebe Fiona jetzt schon wieder hin? Ah, sie hat Hunger. Warum das? Wieso hast du jetzt Hunger? Bleib doch mal da. Du kannst dich doch mal mit deinem Schatzi da beschäftigen. Hallo. Du musst doch nicht immer gleich wegrennen. Schwärm mal was von der Natur und rede über Spiel. Ihr müsst euch doch auch noch kennenlernen. Das geht so nicht. Ein bisschen tratschen, Tag verschönern. So. Und du wolltest sie nach dem Tag fragen. Nach Tag fragen. Und von Herzen kommendes Kompliment machen und mit Familie angeben. Boah, warum nicht? Mach du nur. So, dann ist hier der Stefan wach geworden. Juppidubidu. Was möchtest du denn eigentlich? Ach Gott, ich muss... Bin hier jetzt leider Gottes öfters im Pausemodus, aber ich muss halt gucken. Er will ein Objekt im Wert von 500 kaufen. Ach so, ja stimmt, der will bestimmt dauernd irgendwas kaufen. Was kannst du denn sonst machen? Du könntest mal hier aufwischen. Das wäre doch mal eine super Maßnahme. Komm, mach dich nützlich. Was können wir sonst mit dir anstellen? Ich glaube, so ein Geheimagent muss bestimmt auch sportlich sein. Das heißt, du kannst mal mit einer Bombe da reinhopsen und Runden schwimmen. Tonika ist am Essen, genau. Die verhungert nämlich gleich, die Ärmste. Und Kira ist noch... Ah, damit beschäftigt. Wie viele hast du jetzt verkauft? Wie viele Bücher? 5, okay. Gut, dann gibt's nämlich auch demnächst Tantiemen. Das habe ich ja ganz vergessen. Ja, und dann solltest du auch mal irgendwie baden, duschen, irgend sowas. Das heißt, wenn du fertig gemalt hast, gehst du hier mal ein Bad nehmen. Ach so, nee, Moment, sie muss ja gleich auf die Arbeit. Dann tust du nachdenklich duschen. So, sorry, hatte ich ja schon wieder vergessen. Du bist am Essen, sehr schön. Was macht er hier? Wer ist das? Moment, was machst du da? Bist du das? Oder bist du das? Ah, du, okay. Gut, okay. Alles klar. Gut, 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 gut. Immer mal kurz kontrollieren, wer da gerade durch die Gegend stiefelt. Tantiemenbericht. Wow, da bin ich jetzt gespannt. Zeig mal. Tantiemenbericht. Bücher. Große Buch für kleine Erwachsene. 81 Euro. Simoleons. Gedichte lieblicher als Bäume. 158. Die Lügen meines Deutschlehrers. 227. Und Airbags für das Herz 157 und Köpfchen statt Haue 132. Rechnet es euch zusammen, da wisst ihr, wie viele Tantiemen wir schon kriegen. Also das lohnt sich. Aber ehrlich, Leute, das lohnt sich. Und es ist was? Ist in der Stadt? Flohmarkt! Flohmarkt! Flohmarkt. Wir haben Flohmarkt in der Stadt. Oh, Schande, Schande. Flohmarkt, Flohmarkt. Moment. Wir müssen doch... Kira muss arbeiten. Mist auch. Wieso musst du arbeiten? Oh, guckt euch dieses schöne Bild an, die zwei Papageien. Wieso musst du jetzt arbeiten? Mistkäfer auch. Sie könnte so schön ihre Gemälde verkaufen. Hast du denn noch welche im Inventar? Warte mal, was ist das? Das ist ein Buch. Okay. Nee, sie hat aber auch gerade keine im Inventar. Na gut, okay. Aber das nächste Mal, okay? Nächstes Mal gehen wir dann auch mal wieder auf dem... Was heißt mal wieder? Da gehen wir auch mal auf den Flohmarkt, also. So, ihr zwei sitzt da und unterhaltet euch schön. Das ist wunderbar. Wolltest du... Achso, du wolltest dich verloben. Ja, Videospiele spielen. Genau, was hältst du von Videospielen? Der ist doch da in der Richtung unterwegs. Da kannst du ihn nochmal... fragen, was er von Videospielen hält. Kennenlernen. Halt, 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 halt. Bleib doch mal da, jetzt rennt er weg. Okay. Wer läuft da rum?
Ja, okay. So, du willst Videospiele spielen. Dann tust doch. Wobei, warte mal, du müsstest eigentlich unten mal den Fernseher reparieren. Es hilft ja nichts. Sonst kann ja hier unten keiner gucken. Reparier das mal. So, wo will er denn jetzt hin? Kaffee trinken. Warum willst du Kaffee trinken? Nee, du trinkst jetzt keinen Kaffee. Du gehst jetzt hoch und machst dich auch mal an die Arbeit, und zwar Videospiele spielen. Du musst das ja lernen und leveln und überhaupt. Dann macht mal. Spiele spielen, Blickblock. Bitteschön. Stefan ist mit Donika am Schwatzen. Ach, das ist doch schön. Guckt euch die beiden an. Ist das nicht Zucker? Ja, oh, wie süß. Was willst du machen? Witz erzählen? Okay. Dann erzähl doch mal einen Witz. Das ist schön lustig. Ein Witz über alte Zeiten. So. Und was willst du? Stefan heiraten? Ja. Sie will heiraten, sie will heiraten. Ich bin begeistert. Leute, das läuft hier aber auch gerade wie verrückt. Ja. Siehst irgendwie ohne Brille ein bisschen anders aus, Junge. Oh, wie süß. Ja, sie will ihn heiraten. Sag mal, was würdest du von der Idee halten, wenn wir heiraten würden und so? Wärst du da aufgeschlossen? Oder wie sieht das aus? Wir müssen auch noch über Fitnesstechniken reden. Ich bin ein Fitnessfreak, ne? Du siehst aber auch nicht gerade unfit aus. Also, Tag verschönern. Bisschen Süßholz raspeln könnten. Schade, jetzt ist es weg mit dem Süßholz. Ja, Romantik. Ja. Wir machen mal einen Heiratsantrag. Verloben wir uns ja erstmal, oder? Ja, komm. Mach mal. Wobei, nicht so. Nee. Erst noch was anderes vorneweg. Kuss hauchen. Und ewige Liebe erklären und können wir noch machen, Romantik, knuddeln und küssen, und dann kannst du einen Heiratsantrag machen. Da habe ich jetzt nichts dagegen. Moment, langsam. Mit den jungen Pferden hier. Ja, süß. Prima. Tonika hat sich soeben mit Stefan verlobt. Yes. Das müssen wir machen. Das ist wunderbar. Jetzt will sie vor lauter Glückseligkeit direkt erstmal trainieren gehen. Angenehmes Gespräch. Ja, prima. Also ihr geht's gut. Wie geht's dem Stefan? Was sagt denn der dazu? Hochgefühl. Ein gut umsorgter Sim ist ein glücklicher Sim. Jawohl. Dekoriert, ja, ist okay. Angenehmes Gespräch. Ja, wunderbar. Und verlobt. Diese Sims sind verlobt und wollen heiraten. Merk dir das Datum. Ja, ich habe keine Ahnung, was für ein Datum wir gerade haben. Tu doch mal das Ding weg. Vielleicht will er jetzt heiraten. Mit Tonika flirten. Ja, das kommt zumindest dem Ganzen etwas näher. Dann flirte doch noch mal schnell mit ihr. Obwohl, hatte ich dir was gesagt, was du machen sollst? Im Internet surfen. Ja gut, kannst du auch tun. Und du bist jetzt hoffentlich nicht wieder eifersüchtig auf deine Schwester. Eine neue gute Freundschaft geschlossen. Okay. Was will sie? Ehrfurcht vor dem Kosmos. Okay. Hast du das Ding repariert? Ist der Fernseher wieder in Ordnung? Dann geh doch erstmal bitte die Teile plündern. Lass mal kurz das da weg. Was macht Steffen? Steffen? Ja, der ist auch irgendwas am Machen. Was will er denn schon wieder mit Donika? In die Wolken schauen. Ihr seht es, Steffen denkt mehr an Donika als umgekehrt. Also das ist Radiosender-Pop hören. Ja, das kannst du machen. Ach Gott, hier muss man auf alles aufpassen. So, sie ist inspiriert, das ist gut, und futtert. Prima. Ich muss die Zeit im Auge behalten. Nein, die ist schon wieder rum. Ich fasse es nicht, Leute. Meine Zeit rennt einfach nur noch weg. Das ist so fies.
Gut, machen wir das noch schnell und dann werde ich den Part schon wieder beenden müssen. Ich würde hier am liebsten jetzt Stunden weiterspielen, weil es gerade so super gut läuft. Kennt ihr ja bestimmt sowas. Und hast du gemacht? Gut, dann bitte wegwerfen, wenn du Teile geplündert hast. Oder auf was wartest du gerade? Ich weiß es nicht. Ah, so, jetzt ist da hinten. Wegwerfen. Und dann kannst du hier, ja, komm, nimm dir dann auch so ein Gericht. So. Kira, was ist mit dir? Wer ruft an? Candy Bear fragt sich, ob ich zu ihr rüberkommen und abhängen möchte. Nee, ich muss auf Arbeit. Tut mir leid, Candy Bear. Du könntest... Warte mal, wann musst du los? In 20 Minuten. Nee, da brauchst du auch kein Buch mehr schreiben. Das hat sich dann erledigt. Und wir haben noch 2 Tage. Okay. Gut. Aber die werden dann... Das heißt, wir wollen dann in der nächsten Folge vielleicht schon eine Hochzeit feiern. Cool. Das ist so cool. Ja, sie will schon wieder was essen. Grillhähnchen machen. Okay, was willst du hier? Mahlzeit kochen. Okay, wow. Das könntest du mal im Inventar platzieren. Komm, das passt noch. Und dann muss ich wirklich hier Schluss machen. Das geht nicht anders. Das ist so fürchterlich. Ich will nicht aufhören. Ah, ganz ruhig. Ganz ruhig. Es ist schlimm. Es ist wirklich im Moment schlimm. So, da haben wir so unsere liebe Kira. Wir gucken uns mal die Kira heute an. Ja, du siehst schick aus, Mäuschen. Und dann würde ich sagen, war's das auch. Wie gesagt, meine Zeit ist um. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Part. Freut euch über die Verlobung. Wie gesagt, das nächste wird eine Hochzeit werden. Und dann schaue ich, dass Donika und Stefan ihre Familienplanung in Angriff nehmen. Wie das mit Fiona und Steffen weitergeht und ihren Eifersüchteleien, weiß ich noch nicht. Wird sich zeigen. Wir haben ja noch die Eingewöhnungsphase, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.